Mentale Gesundheit und Gaming hört sich vielleicht nicht logisch im ersten Moment an, aber Gaming kann euch und eure mentale Gesundheit unterstützen. Gaming kann euch zum Entspannen bringen, aber auch Identifizierungsmöglichkeiten geben. Klar, Gaming kann euch auch schaden, beispielsweise Computerspielsucht, aber auch Glücksspielsucht, wenn wir an Lootboxen und so weiter denken. Hierbei soll es aber darum gehen, eure mentale Gesundheit zu stärken. Und ich möchte euch drei Kategorien vorstellen und verschiedene Games da einsortieren, wie sie euch unterstützen können, wenn ihr entsprechende Wünsche gerade habt. Zu mir, ich bin Sandra, Vize-Miss Germany, und ich setze mich für Gaming mit Mental Health Awareness ein. Ich selber habe einige traumatische Erlebnisse hinter mir. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, klickt mal in die Caption, aber Triggerwarnung dazu. Zusätzlich habe ich eine Depression und ich kenne es sehr gut, einfach mal abschalten zu wollen und nicht die ganze Zeit mit seinem Problem konfrontiert zu werden, sondern einfach mal auch etwas anderes zu sehen, aber auch teilweise Verständnis zu bekommen. Und im Gaming habe ich all dies gefunden. Auch wenn ihr vielleicht jetzt stutzig werdet und denkt, wie kann man da Bestätigung bekommen? Ich zeige es euch. In diesen drei Kategorien zeige ich euch Beispielgames. Wenn ihr natürlich mehr Games noch dazu sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich noch ein Folgevideo, wenn euch das Thema interessiert. Aber ohne weiteres stelle ich euch die erste Kategorie vor. Fühlt ihr euch manchmal einfach komplett missverstanden, dass euch niemand verstehen kann und ihr einfach denkt, ihr seid auf euch alleine gestellt? Genau da kann euch diese erste Kategorie helfen. In der ersten Kategorie finden wir nämlich Spiele, wo der Hauptcharakter auch mit der mentalen Gesundheit zu kämpfen hat. Das erste Spiel, was ich euch hier vorstellen möchte und wirklich auch ans Herz legen möchte, ist Night in the Woods. Night in the Woods könnt ihr momentan nur auf Englisch spielen, aber es ist ein grandioses Game. Es bietet Minigames, Jump'n'Run und generell Entdeckungen, aber diese Welt ist so liebevoll gestaltet. Nicht nur, dass es eine Animal-Welt ist, sondern auch aufgrund der Protagonisten. Ihr schlüpft in die Rolle von May, die gerade vom College geschmissen wurde. Sie zieht wieder bei ihren Eltern ein und weiß gar nicht, was sie mit ihrem Leben eigentlich anfangen soll. Sie ist sehr depressiv und versucht es auch ein bisschen mit Humor zu kaschieren, schiebt manchmal ihre Freunde auch weg, ist teilweise sehr kompliziert und man merkt einfach, dass es May auch nicht gut geht. Zusätzlich ist der Ort einfach nicht mehr der, den sie kannte von ihrer Kindheit. Denn Läden schließen, alle sind irgendwie erwachsen geworden, haben ihr eigenes Leben und beispielsweise auch ihre Band steht auch vielleicht nicht mehr für alle so im Fokus, wie es für sie steht. Euch ist die Freizeitgestaltung von May überlassen, heißt, ihr habt es in der Hand, ob sie beispielsweise Bass spielt in der Band oder ob sie Messerduelle sich liefert oder ob ihr mal was klauen wollt in einem Laden. Das ist alles euch überlassen. Es gibt super viele Geheimnisse und natürlich die Geschichte an sich ist grandios. Ich würde es euch ans Herz legen, wenn ihr gute Geschichten mögt und vor allem ihr gerade in einer Phase seid, wo ihr denkt, euch versteht einfach niemand. Denn ich kann euch sagen, dieses Spiel wird euch verstehen und ihr werdet May nachvollziehen können und ihr werdet euch nicht so sehr alleine fühlen danach. Eine weitere Empfehlung in dieser Kategorie ist Hellblade: Senua's Sacrifice. Das ist natürlich ein sehr krasses Spiel, denn es geht um Psychosen. Das gesamte Spiel ist eigentlich nur im Kopf der Protagonistin. Heißt, ihr kämpft gegen ihre eigenen Dämonen, gegen ihre eigenen Psychosen. Ihr durchlebt ihre gesamte mentale Gesundheit in diesem Spiel und es ist sehr krass und mitfühlend erzählt. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich musste mir auch immer mal wieder Pausen setzen, weil mich das Spiel so mitgerissen hat. Es ist so gut nacherzählt worden, wie sich Panik anfühlen kann, Angst, aber was ist überhaupt auch Schizophrenie? Wie kommen da Flashbacks und wie gestalten sich Psychosen eigentlich? Und das ist so toll erzählt, auch wenn ihr Pause immer mal wieder braucht und auch wenn ihr denkt, wow, das ist manchmal zu viel. Lasst euch Zeit mit diesem Spiel, aber es ist wirklich ein Herzensanliegen von mir für alle. Mir hat dieses Spiel die Augen geöffnet. Ich habe beispielsweise keine Schizophrenie oder Psychosen. Trotzdem konnte ich das so gut nachempfinden, wie sich die Person fühlt, dass ich natürlich auch viel empathischer bin anderen Leuten gegenüber im echten Leben. Ich habe leider immer noch das Gefühl, dass dieses Spiel noch nicht genug Leute gespielt haben. Und deswegen mein Herzensanliegen, schaut euch dieses Spiel an und spielt es.
Meine dritte Empfehlung in dieser Kategorie ist Life is Strange. Life is Strange hat natürlich viele Ableger, aber mein größtes Anliegen ist das wirkliche erste Life is Strange. Life is Strange ist ein Adventure und ist 2015 erschienen und es dreht sich um die gute Max. In dem Verlauf der Story gibt es übernatürliche Sachen, also man kann durch die Zeit reisen, aber man wird eben auch mit Themen konfrontiert, die teilweise typisch für das Alter sind, aber auch darüber hinausgehen. Heißt, wir gehen in die Ängste, wir gehen in Panikattacken, wir gehen in Drogenkonsum in die Charaktere, aber wir behandeln auch beispielsweise, Triggerwarnung, Selbstmord. Und den Selbstmord könnt ihr verhindern, aber wenn ihr nicht mit der Person so interagiert habt, wie ihr das solltet, wird dieser Selbstmord Realität. Und dieses Spiel wirbelt sehr viele Gedanken auf und man fühlt sich teilweise natürlich verstanden von den Charakteren und man kann sich auch richtig reinempfinden. Nicht bei allen, nicht alle sind so gut gezeichnet wie andere, aber ich verstehe Max, ich verstehe, wie man sich hin und her gerissen wird, vor allem Chloe, die so viel durchlebt hat. Es ist ein sehr emotionales Spiel, es nimmt einen mit, ist so sensationell und würde ich euch einfach nur ans Herz legen, das einfach mal zu spielen, weil sensationell. Gehen wir rüber zur zweiten Kategorie. In dieser Kategorie dreht es sich eher darum, dass ihr euch in einer Welt wiederfindet, wo ihr in einen Charakter schlüpfen könnt und euch einfach gut fühlen möchtet. Ihr möchtet einfach mal in eine andere Welt flüchten, ihr möchtet einfach komplett abschalten und natürlich auch immer mal wieder Erfolgserlebnisse verspüren. Das kann man beispielsweise mit Quests oder ähnlichem machen. Und das erste Game, was ich euch hier vorstellen möchte, ist Stardew Valley. In Stardew Valley habt ihr eine Farm, die ihr aufbauen sollt und alles könnt ihr nach eurem eigenen Tempo gestalten. Ihr könnt mit den Bewohnern sprechen, ihr könnt eure Farm aufbauen, ihr könnt aber auch nur angeln und ihr könnt nach und nach euer quasi Farm-Imperium aufbauen, aber das alles in eurem Tempo, so wie ihr möchtet. Es gibt Aufgaben, die ihr von den Bewohnern zusätzlich bekommt. Ihr könnt auch Mods herunterladen. Dadurch wird das gesamte Spiel noch erweitert und ihr habt noch zusätzliche Aufgaben. Dann könnt ihr auch eure Aufgaben tracken. Wie sollt ihr beispielsweise eure Farm am bestmöglichen aufbauen, damit ihr richtig effizient seid. Aber ihr könnt das auch komplett entspannt angehen. Und mir hat Stardew Valley auf jeden Fall geholfen in stressigen Situationen, wo ich nicht mehr wusste, wohin eigentlich mit meinen Gefühlen. Und ich auch sehr, sehr ängstlich war, einfach mal 10 Minuten Stardew Valley. Ich bin runtergekommen, ich konnte wieder klar denken und weitermachen. Die zweite Empfehlung ist eher ein Genre, offene Spielwelten in Rollenspielen. Beispielsweise habe ich da sofort an Skyrim oder Legend of Zelda, Breath of the Wild gedacht, aber ich möchte ein MMORPG hervorheben und das ist Elder Scrolls Online. In Elder Scrolls Online könnt ihr mit mehreren Leuten zusammenspielen. Klar, es ist ein Online-Spiel, aber ihr könnt es auch sehr gut alleine spielen, was ich als Singleplayerin sehr gut finde. Es gibt super viele Quests. Ihr könnt euch verlieren in den Geschichten, die dort erzählt werden. Dadurch habt ihr auch immer wieder das Gefühl, voranzukommen. Ihr kommt in eine neue Welt, ihr seht die neuen Quests und nach könnt ihr die ganzen Städte abhaken, ihr habt die ganzen Welten durchlebt und ihr habt immer das Gefühl, wenn ihr euch einloggt, ihr kommt weiter und ihr habt was geschafft. Das ist manchmal das Gefühl, was man im Alltag vergisst oder verlernt, weil einfach die To-Do-List so lang ist und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und man macht einfach gar nichts. Und wenn man einfach wieder ein wenig Struktur reinfindet und vor allem beispielsweise mit diesen Spielen, kann es auch im echten Leben sehr, sehr gut helfen, wieder Struktur zu finden. Elder Scrolls Online kann ich euch nur empfehlen. Also das hat mir durch sehr viele dunkle Zeiten geholfen. Ich habe etliche Spielstunden da versunken. Ich bin nicht gut, muss ich sagen. Also ladet mich nicht in irgendwelche Dungeons ein. Aber es macht mir so viel Spaß, mit meiner Khajiit rumzulaufen. Ich verirre mich immer mal wieder in diese Welt von Elder Scrolls Online. Und ich finde es einfach großartig dort. Die dritte Empfehlung in dieser Kategorie ist Stray. Stray ist ein Action-Adventure, was 2022 erschienen ist. Und ihr steuert eine Katze. Ja, eine Katze in der Third-Person-Perspektive. Sie wird begleitet nach einer Zeit von einer Drohne und die beiden versuchen durch die entsprechende Welt sich zu kämpfen und nach ganz oben
zu kommen. Es ist eine teilweise feindliche Welt, heißt, ihr müsst auch gegen andere Roboter kämpfen. Ihr habt Rätsel, die ihr lösen könnt. Dadurch habt ihr immer wieder das Gefühl, voranzukommen natürlich, weil ihr verschiedene Rätsel löst. Und ihr habt dann verschiedene Abschnitte, die ihr dann sehen könnt. Aber es ist vor allem eine tolle Welt, weil ihr diese Katze seid. Es macht einfach Spaß, auch mit diesen Robotern zu interagieren, Neues zu entdecken. Deswegen in dieser Kategorie, klar, es ist nicht so offen wie ein Zelda Breath of the Wild. Es ist aber einfach so wholesome und es hinterlässt ein sehr gutes Gefühl, auch wenn das Ende ein bisschen traurig ist. Aber Stray ist trotzdem eine sehr, sehr klare Empfehlung von mir. Kommen wir nun zur dritten Kategorie. Die dritte Kategorie sind die Spiele, die einfach nur komplett cozy sind, wo ihr einfach richtig zurücklehnt und nahezu abschalten könnt. Also ihr müsst da nicht auf irgendwas aufpassen, nicht auf irgendwelche Anzeigen, beispielsweise bei Sims, ob sie jetzt die Sims Hygiene haben oder sonst was, das ist komplett egal. Es sind ja cozy ASMR Titel. Das ist übrigens nicht von mir die Benennung, sondern von der guten Lena, die mich darauf gebracht hat. Also wenn ihr cozy Games und vor allem auch solche Spiele mögt, folgt ihr auf jeden Fall. Sie wird auch in Zukunft ein ähnliches Video machen, wo sie noch mehr solcher Titel vorstellen wird. Und der erste Titel, den ich euch hier in dieser Kategorie vorstellen möchte, ist Unpacking. Unpacking ist ein, wenn man so will, Rätselspiel, wo ihr Sachen entpackt. Ihr habt insgesamt 8 Umzüge und ihr müsst die Sachen von Personen, die ihr nicht kennt, einpacken und dann versuchen, die Geschichte auch für euch nachzukonstruieren, wenn ihr das natürlich möchtet. Ihr müsst aber gar nichts. Ihr könnt auch einfach nur entspannen und die Gegenstände dorthin platzieren, wo ihr sie für richtig haltet. Dadurch ist es natürlich super cozy und ihr könnt abschalten und einfach nur das machen, was ihr möchtet. Nämlich auspacken. Und man muss auch sagen, das ist sehr satisfying. Die zweite Empfehlung in dieser Kategorie ist ganz klar Dorfromantik. Dorfromantik ist ein Aufbaustrategie- und Puzzlespiel. Ihr versucht, ein Dorf mit diesen Landschaftskärtchen aufzubauen. Und ein Kärtchen kommt nach dem anderen vom Stapel und ihr müsst das entsprechend zuweisen. Ihr könnt beispielsweise auch Highscores sammeln, das könnt ihr auch kompetitiv spielen, wenn ihr das möchtet. Oder ihr gestaltet einfach ein Dorf so, wie ihr es möchtet, was ihr als schön empfindet. Ich spiele es super gerne auf der Switch nebenbei, wenn ich beispielsweise reise, wenn ich auch ein bisschen mal einfach mal den Kopf abschalten möchte, spiele ich einfach mal eine Runde Dorfromantik ohne Druck, dass ich da einfach mal mein Dorf gestalte. Es ist cozy, es ist einfach super angenehm und auch die Dörfer, die da gestaltet sind, teilweise wirklich Kunstwerke. Zusätzlich gibt es kleinere Quests, wo euch beispielsweise das Spiel sagt, dass ihr so und so viele Flusseinheiten beispielsweise noch zusätzlich bauen sollt. Oder es ist ja komplett egal und ihr baut einfach das, was ihr haben möchtet. Dann ist das Spiel natürlich sehr schnell vorbei. Aber das Spiel sagt euch auch eben auch nicht, so ist es falsch oder so ist es richtig. Macht euer eigenes Ding. Wenn euch das auch noch zu aufregend war, dann ist die dritte Empfehlung für euch A Little to the Left. A Little to the Left sind wirklich ganz kleinere Puzzlespielchen, die ihr sehr schnell lösen könnt und die satisfying as hell sind. Beispielsweise sortiert ihr Dokumentenstapel aufeinander oder ihr reißt von Obst einfach die Etiketten ab. Aber das kann für euch genau das Richtige sein, wenn es mental einfach gar nichts mehr geht und ihr euch sortieren müsst, dann kann so ein ruhiges Spiel sehr gut helfen. Das sind die Games, die ich euch empfehlen würde, wenn es um mentale Gesundheit geht und wenn ihr vielleicht mal einen Rückzugsort benötigt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es lag mir wirklich auf dem Herzen, so ein Video mal zu drehen und euch Empfehlungen zu geben. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt und mehr Empfehlungen sehen möchtet, gerne ab in die Kommentare damit, denn ich habe einige noch im Petto, aber ich wollte auch nicht, dass das Video einfach eine Stunde lang dauert. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte, bitte, bitte unterstützt es gerne mit einem Like und Kommentar und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und folgt Lena. Danke, ciao.